Ja, hallo Leute und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem Sonntagsspaziergang-Video. Wir fangen einfach mal, ja, in der Stadt an. Und zwar bin ich jetzt hier gerade in der Nebenstadt und ich chill hier gerade so ein bisschen auf den Treppen rum, weil man von hier oben eine gute Aussicht hat. Und ich dachte, ich wollte euch auch mal ein bisschen was anderes zeigen als dauernd nur diese Landgänge. Die kommen nachher auch noch wieder, aber wir fangen jetzt erstmal typisch an in einer Stadt. Ja, wie es in der Stadt so ist. Und hier seht ihr immer so ein Schild. Irgendwie, die Straße ist ab dem 26.06. gesperrt. Es steht nur ab wann. Es steht nicht wie lange. Es steht nur da, ab wann sie gesperrt ist und nicht wie lange. So, für ganz Blöde ist das dann hier auch nochmal gekennzeichnet, wo man rumfahren muss und welche Straße gesperrt ist. Also da machen sie dann doch schon so einen Wegweiser. Und ja, wie gesagt, ich gehe hier gerade so ein bisschen durch die Stadt. Und Leute, seht ihr einfach das, was ich sehe? Seht ihr einfach dieses Auto? Das Rote hat einfach drei Räder. Also von der Form müssen wir gar nicht sprechen. Diese Fahrzeuge sehen wirklich weird aus, aber mit drei Rädern braucht man dafür einen Führerschein. Und ich gehe hier gerade an so einem Autohof vorbei. Da kriegt man nur solche Dinger. Einfach so Fahrzeuge, einfach wie so ein XXL-Dreirad einfach. Ja, ihr seht hier schon im Hintergrund McDonald's. Da wollen wir jetzt aber nicht anhalten. Wir gehen einfach nur eiskalt daran vorbei. Und ja, jetzt bin ich hier gerade in so einer Siedlung. Da sind nur alte Villen. Also es ist jetzt hier wohnen keine reichen Leute oder so. Aber ihr seht hier so richtig alte Villen von damals noch. Also so eine richtig alte Villa und das halt zehnmal hier in einer Straße. Ja, das sieht nicht annähernd so gut aus. Also wenn man hier so lang läuft, dann die Gebäude. Also es sieht schon echt gut aus. Ich mag ja so alte Gebäude. Das kann man jetzt auf dem Video nicht so gut erkennen, wie als wenn ich jetzt hier lang laufe. Aber, ja Leute, das hat was, ne? Also das ist, ja, gut. In Itzehoe gibt es sowas auch. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich laufe hier einfach ein bisschen lang. Es hat heute auch schon geregnet. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist. Eigentlich sollte es hier gewittern, weil es ist nur heiß, die Luft ist nur schwül. Das ist wirklich echt nicht geil. Hier seht ihr nochmal, also, na gut, die scheint wohl ein bisschen neuer zu sein, so vom Stein her. Aber naja, okay. Da seht ihr hinten nochmal, was ich meine. So eine richtig alte, so eine antike Villa. Oh Leute, mir fährt hier gerade so ein Cola-LKW durchs Bild. Ja, irgendwo wird jetzt auf jeden Fall gerade erstmal Cola geliefert. Warum nicht, ne? Also, wie gesagt, bei Cola wurde die Rezeptur nicht verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Bei Sprite wurde ja diese Rezeptur verändert. Einfach, ach ja, wo bin ich jetzt? Ich bin hier gerade an der Apotheke, das wollte ich euch nochmal zeigen. Das Informationsschild. Warum protestieren wir? Das sind die Gründe, warum die Apotheken protestieren. Das Informationsschild könnt ihr euch gerne genauer durchlesen, wenn ihr eben gerade auf Pause geklickt habt. Genau, ansonsten, wo war ich? Genau, ich war stehen geblieben bei Sprite, da wurde ja die Rezeptur verändert. Also, ja, Sprite soll jetzt nicht mehr so gut schmecken wie vorher, weil vorher wurde es ja mit Zitronensäure hergestellt. Jetzt hat man das durch Weinsäure ersetzt. Das heißt, man bekommt Sprite zum gleichen Preis für schlechtere Qualität. Ja, ganz einfach. Gut, ja, die sind jetzt gerade am Arbeiten. Oh, einfach an dem Baggerfahrer jetzt gerade vorbeigelaufen. Habt ihr das eben gesehen? Eben war dieser Fahrrad- oder Zebrastreifen rot. Jetzt ist er hier einmal blau. Also irgendwie kann sich Itzehoe nicht entscheiden. Gut, hier ist jetzt erstmal ein rotes Männchen. Das heißt, ich muss stehen bleiben, obwohl hier kein Auto ist, was abbiegen will. Egal, ich laufe nicht über eine rote Ampel. Und ja, Leute, schaut euch das mal an. Das ist irgendwie so Werbung für so einen Malerbetrieb. Das ist doch richtig gut gemacht, oder? Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Das ist Kunst. So, wir haben jetzt auf der anderen Straßenseite so einen Dönerladen. Ich werde mir jetzt keinen Döner holen, aber es ist die Möglichkeit hier. Es riecht auch sogar bis hier. Also man riecht sogar bis hier dieses Fleisch von diesem Dönerstand. Wie heißt er hier? Antalya Döner. Ja, wenn ihr mal in Itzehoe seid, ich war da noch nie, dann testet gerne diesen Döner. Gut, das wollte ich euch auch mal zeigen. Guck mal hier im Vorgarten. Einfach Bäume, soll das so sein? Haben die das irgendwie angesprüht mit irgend so einem Mittel? Weiße Baumstämme. Ich glaube, das machen die irgendwie, um irgendwelche Käfer oder irgendwelche, ja, um das irgendwie ungenießbar zu machen. Kann ich mir mal vorstellen. Ich weiß nicht, warum man sich sonst seine Bäume weiß ansprüht. Ja, und jetzt laufe ich doch nochmal durch ein Maisfeld mit euch. Weil einfach, ja, auf dem Rückweg hier hinten am Ende der Stadt ist nochmal so ein riesiges Maisfeld, beziehungsweise der Übergang vom Stadt zur Land.
Und ich finde einfach das Ländliche viel schöner. Also das gibt mir irgendwie gar nichts. So ein Stadtleben oder gut, ich kann mit euch mal durch die Stadt laufen, aber in Itzehoe gibt es auch einfach nicht viel zu sehen. Ja, jetzt gehe ich einfach mal hier durch ein Maisfeld. Vielleicht finden das ja auch einige von euch langweilig. Ich finde das auf jeden Fall spannender, als an einer Hauptstraße vorbeizugehen. Und Leute, der Mais ist hier schon richtig, nach dem ganzen Gewitter und nach dem Regen, schon richtig gewachsen. Aber ihr seht das hier. Der Mais ist ein bisschen größer als ich. Also ich glaube, das ist hier 1,60 groß, keine Ahnung. Wir haben früher im Kindergarten hier immer so, wie heißt das, Schnitzeljagd gespielt oder so. Also ich finde das auch total lustig. Also als kleine Kinder haben wir uns immer so beschäftigt, indem wir uns in Maisfeldern versteckt haben und haben uns gegenseitig gesucht. Ja, Leute, das waren noch Zeiten ohne Handy. Naja, gut, der Himmel ist jetzt mittlerweile richtig blau. Es hat auch zwischendurch nicht nochmal angefangen zu regnen. Es ist mir völlig egal. Ich habe trotzdem jedes Mal einen Regenschirm mit dabei, weil es ist schon so oft Platzregen gekommen. Ich gehe jetzt einmal quer durch. Ich mache natürlich keine Pflanzen kaputt. Da achte ich natürlich drauf. So, jetzt laufen wir einmal hier gegen die Sonne. Da kann man nicht wirklich viel sehen. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ich finde es gemütlich. Weiß nicht, also, ja, ich komme vom Land, ich bin zu gewohnt. Und hier sehen wir sogar noch ein paar Rehspuren. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Einfach Rehspuren. Ist ja klar, hier laufen sämtliche Tiere lang. Aber diese Rehspuren sind noch ganz, ganz frisch. Ja, na gut, auch so ein bisschen verwischt. Also, ich glaube auch gar nicht. Ich glaube, das waren zwei oder drei Rehe, weil irgendwie sind diese Schritte unproportional. Naja, gut, jetzt sind wir hier so wieder am Anfang. Also, als der Trecker hier reingefahren ist und hier die Samen gesät hat, seht ihr schon, ist hier eine Fläche, wo nichts wächst. Und da hinten ist die Straße. Das heißt, von da bin ich gekommen. Da gehen wir jetzt auch gleich wieder hin. Und das wollte ich euch auch nochmal zeigen. So sieht das aus, wenn irgendwie ein Hase oder irgendwelche Tiere die Pflanzen abknabbern, sodass sie nachher nicht mehr weiter wachsen kann. Dann verstümmeln sie einfach. Gut, ich glaube, das betrifft jetzt nicht, das macht jetzt nicht ganz viel für die Ernte aus. Aber es ist natürlich sichtbar. Naja gut, wir gehen jetzt einfach hier weiter und wie gesagt, bei uns war ja Unwetter und Sturm und die Birke vor meinem Haus, die hat sich ja einmal in der Mitte gespalten und die haben einfach die ganze Birke weggenommen. Jetzt ist es bei mir im Vorgarten so leer und das hier seht ihr das auch. Also ich fühle mich jetzt nicht verantwortlich dafür, aber ich gehe einfach mal drumherum, aber Autos kommen hier nicht mehr lang. Hier liegt einfach so ein halber Baum auf der Strecke und Leute, guckt euch mal an, ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Da seht ihr es, ein Eichhörnchen. Guck mal, jetzt geht es weg. Oh, immer dann, wenn sie merken, dass ich sie filme, hauen sie ab. Ja, egal. Das wollte ich euch mal zeigen. Und ja, ich gehe jetzt einfach noch mal so einen kleinen Waldweg zurück nach Hause. Wir sind jetzt einmal noch mal an einem See. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut erkennen kann. Einmal spiegelt sich das hier im Wasser. Ja, Leute, ich bin halt einfach ein Naturmensch. Und das blüht alles hier so grün, nachdem das so geregnet hat. Man fühlt sich hier richtig wie in so einem riesigen grünen Tunnel, weil einfach vorne ist grün, hinten ist grün. Und ja, es ist so ein bisschen wie in so einem Regenwald, weil die Temperaturen sind hier wirklich echt richtig tropisch. Das ist nicht wirklich schön. Aber wie gesagt, das ist, ihr seht hier schon, überall hier leuchtet das Grün von den Bäumen. Und naja, gut, es hat zwar geregnet, aber so ganz so matschig ist das nicht. Ich glaube, ich muss nachher meine Schuhe eh wieder waschen. Und wenn wir schon beim Thema Eichhörnchen sind, Leute, wollte ich euch hier mal welche zeigen. Ich weiß nicht, komme ich mit der Kamera dicht genug dran? Es sind einfach drei Eichhörnchen an einem Baum. Könnt ihr sie sehen? Drei Eichhörnchen. Ich lasse die Kamera jetzt einfach mal laufen. Ja, ich sehe sie auf jeden Fall ganz genau. Ich weiß nicht, ihr könnt wahrscheinlich den weißen Bauch so von dem einen ein bisschen erkennen. Es sind drei Eichhörnchen. Es haben sich einfach da drei Eichhörnchen versammelt. Guck, jetzt sieht man sie. Da zwei und da unten ist auch eins. Oh, Eichhörnchen sind ja sowas von niedlich. Ne? Schade, dass diese Viecher nicht zahm sind. Ich würde mir ein Eichhörnchen nehmen. Scheiß auf Katzen und was weiß ich. Ich will ein Eichhörnchen. Gut, also ich will, glaube ich, auch so ziemlich jedes Lebewesen. Als ich das letztes Mal das Rehkitz gesehen habe, wollte ich auch das Rehkitz mit nach Hause nehmen. Das ist natürlich leider nicht möglich. So, ich bin jetzt hier schon fast zu Hause. Wir gehen jetzt die letzte Straße nochmal lang und ich weiß nicht, was hier passiert ist. Es steht hier einfach ein leerer Bierkasten. Ja, keine Ahnung, was sie hier gemacht haben. Hier ist nochmal eine leere Flasche. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es keine Mülleimer gibt. Warum muss man das hier in den Wald ablegen? Boah, Leute, auch noch nicht mal leer getrunken. Also ich meine, ich habe jetzt auch nicht, also ich fasse den Dreck jetzt auch nicht an. Also keine Ahnung. Aber
Was soll das denn? Aber ich hasse sowas, eine Umweltverschmutzung, wenn man es mit Absicht macht. Hier, kennt ihr das? Diese Zitronen, wo man einfach dieses Zitronenzeug. Also keine Ahnung, was hier abging, aber auf jeden Fall nichts Gutes. So Leute, das war's auch mit meinem Sonntagsspaziergang. Wir kommen jetzt noch einmal an den Kühen vorbei. Ja, die gucken mich einfach nur blöd an und wenn ich sie dann streicheln will, dann machen sie einen Schritt zurück und haben Angst, ne? Also auch ein bisschen paradoxes Verhalten, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Naja, Leute, ich wünsche euch allen ein schönes Restwochenende und bis bald.